Also wie gesagt, die Dino-Erlebniswelt kommt eigentlich daher, dass ich schon längere Zeit Fan von der Reihe Jurassic Park bin und begeisterter Blockbuster-Gucker von Jurassic Park. Und auch in Amerika öfter mal war und habe mir da verschiedene Freizeitparks angeschaut, wo die Leute dann halt immer nach, ich sag mal, Orlando fliegen können oder fahren können, sich da diesen Themenpark anzuschauen. Und damals war meine Idee dann zu sagen, so ein Themenpark auf einer mobilen Art, das heißt einer mobilen Dinosaurier-Ausstellung Expo. Und da so ein bisschen die Idee hergeholt und da ich im Eventbereich tätig bin, mit verschiedenen Partnern arbeite, die verschiedene Sachen von uns mieten für Veranstaltungen, kam dann damals die Idee, dass diese Dinosaurier-Expo zu verbinden mit Spielplatz, darum auch der Name Dino-Erlebniswelt. Hier kann man nicht nur Dinosaurier anschauen oder eventuell auf einen sitzen und auch mal reiten oder Fotos machen, sondern hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Wir haben hier Interaktiv-Challenge, wo man Geschicklichkeitsspiele gegeneinander machen kann mit verschiedenen Kindern oder Freunden, Bekannten. Dann, wir haben eine Kindereisenbahn, die durch eine kleine Dino-Landschaft fährt. Wir haben thematisierte Hüpfburgen noch mit dabei, wo man sich auch ein bisschen austoben kann. Und das Ganze ist unter Dach, also man wird hier nicht nass oder ist wetterunabhängig, sage ich mal so. Und daher kam die Idee und das ist die Philosophie von der Dino-Erlebniswelt. Die Sache war so, wir haben von einem guten Bekannten aus Dänemark gehört, dass was zu verkaufen ist. Und ganze Ausstellung, so eine Dinosaurier-Expo, dann sind wir da rüber gefahren, haben uns das angeschaut, haben gesagt, okay, das ist interessant für uns, das gucken wir uns an, ne, wie die Sachen im Zustand sind. Ich bin mit meiner Frau nach Finnland geflogen, habe mir die ganzen Sachen angeschaut, war sehr begeistert davon, habe mich mit der Agentur geeinigt drauf, dass wir die Sachen übernehmen und nach Deutschland holen. Ja, so kam das dann damals zum Thema, weil wir haben uns schon mit verschiedenen Herstellern in Amerika und England Preise eingeholt über die ganzen Sachen, ne, weil wir irgendwie gesagt haben, ich sag mal so zwischen 20 und 30 Tiere sollten es bei der Ausstellung sein, ne? Also die wollten wir gerne dabei haben. Da kam halt uns das sehr gelegen, dass da so eine komplette Ausstellung zu verkaufen war mit einer Ausgrabungsstätte und das haben wir dann gekauft, haben da aus Amerika uns noch ein paar verschiedene Sachen dazu bestellt, die uns sehr wichtig waren. Wir wollten unbedingt einen Raptor haben, einen großen T-Rex, verschiedene Dinosaurier, die auch laufen und Kostüme, wo man dann halt zum Erleben erwecken kann, die haben wir uns dann separat dazu bestellt und ja, jetzt ist es alles in Esslingen zum ersten Mal, also wie gesagt, Weltpremiere hier in Esslingen mit der Dino-Erlebniswelt und wir hoffen, weitere Städte Deutschland oder gerade Baden-Württemberg und Bayern zu bereisen damit. Man kann mit der Familie herkommen, man kann einen schönen Tag hier verbringen. Wir haben lehrreiche Stunden mit verschiedenen Dinosaurierarten, mehr erfahren über den Tieren, wie schwer, wie groß sind die gewesen, wer war Pflanzenfresser, wer war Fleischfresser. Man hat die Möglichkeit, toben, spielen, Spaß zu haben. Wir haben auch ein Uhrzeitcafé hier, wo man sich erfrischen kann, Getränke, Pommes, Schnitzel, Bratwurst, Currywurst. Und was halt ganz schön und zurzeit sehr gut angenommen sind, sind die Kindergeburtstage hier bei uns beim Dino-Erlebniswelt.